Ja, hallo Gaming-Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Game Collector und heute gibt es wieder ein neues Video und zwar wieder ein kleines Update für meine PlayStation 5. Ich habe mir einen zweiten Controller gekauft. Die neue Revision, die vor einigen Monaten herausgekommen ist, es sind ja dann erstens neue Farben herausgekommen. Und ich habe es ja schon in meinem PlayStation Update-Video kurz angeteasert, dass ich mir da einen neuen Controller gekauft habe. Bei Amazon in einem absoluten Bomben. Angebot für 49,90. Wenn man bedenkt, das Ding hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 64,90 € bis 69,90 €. Und da ist es auf jeden Fall schon mal ein Hammer-Hammer-Preis. Ich habe mir in Schwarz gekauft, weil das so eine klassische Farbe ist. Die anderen Farben gefallen mir persönlich nicht, bin ich offen und ehrlich. Außer es kommt mal irgendein schönes, knalliges Orange heraus oder irgendeine andere geile Farbe oder vielleicht schon gar mal ein anderer Look, zum Beispiel so ein grauer 20 Jahre Edition oder egal was. Hauptsache, es ist mal ein bisschen ausgefallen mit Motiven zum Beispiel. Aber Sony ist da ein bisschen hinterher. Das kann Microsoft besser. Die haben zumindest schon mal immer so exklusive Controller, die halt von der Optik her ein bisschen abheben. Gut, ich würde sagen, packen wir das Ganze aus. Das ist die Verpackung. Sieht eigentlich genauso aus wie die PlayStation 5 Schachtel hier. Mit der Rundumpackung. Und hier haben wir natürlich die ganzen technischen Informationen auf der Packung stehen. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen, wenn ihr das wollt. So schaut das Ganze eben aus. Dann hier unten nochmal. Und dann würde ich sagen, mal gucken, ja, Messer werde ich jetzt wahrscheinlich nicht brauchen. Das machen wir jetzt mal ein bisschen anders da. Ich mache es jetzt auf diese Art und Weise. Es ist ja ein bisschen warm. Das heißt, der Kleber dürfte dann nicht mehr so stark da haften dran. Und es funktioniert, das passt. Ja, ist ein bisschen was mitgegangen, aber ist mir persönlich egal. So, haben wir hier diese Lasche. Wenn sie im Regal hängen. Wir haben, wie gesagt, einfach einen Rundumkarton. Ja, das ist wieder so eine Sache, das hasse ich immer von diesen Rundumkartons, das Ganze so schwer rausgeht. Na, was ist denn los? Warum geht denn das nicht raus? Ist das festgeklebt oder was? Na ja, gut. Ja, das ist doch scheiße. Warum geht jetzt das nicht? Jetzt. Mann, oh Mann, oh Mann, das ist so ein Schwachsinn. Richtig festgeklebt, der ganze Scheiß. Also, unglaublich. So, mehr ist es heute nicht. Wir haben hier den Controller. Ein bisschen, ja, zum Lesen, Lesestoff. Jetzt müssen wir mal gucken. USB-Kabel, glaube ich, ist nicht dabei. Genau, gibt es keins, weil das ist ja bei der PlayStation schon dabei. Okay, das war's eigentlich. Mehr ist es nicht. Ja, wie gesagt, das kennen wir ja schon alles. Tastenbelegungen und. Das ganze Gedöns, was wir da so alles haben. Und dann haben wir hier den Controller. Ja, und so schaut er aus. Hier im schönen Schwarz. Nicht schlecht. Wie gesagt, optisch ist da nichts verändert. Also wir haben ja hier die neue Produktbeschreibung hier. Das müsste, glaube ich, das hier schon gar sein. Gesagt, da glaube ich, haben sie hier irgendwann den Schultertasten, haben sie hier den Widerstand hier ein bisschen verändert. Ich glaube, da haben sie stärkere Federn irgendwie reingemacht oder so. Weil ich glaube, da gab es einige Modelle, die da irgendwie dann ja, so eine Verzögerung gehabt haben. Jetzt gucken wir uns mal schnell den weißen an. Unterschied. Ja gut, gibt es natürlich. Nur technischen Unterschied.
gucken, widerstandmäßig. Okay. Genau, da haben wir hier die Nummer. CT1, 1A, T1, genau. Das ist halt der Unterschied. Genau. Daran erkennt man das. Gibt es ja auch schon Videos, die das gemacht haben, dass eben der Controller sich halt da optisch nicht verändert hat, sondern nur das Innere hat sich verändert, die Federn halt natürlich. Und er soll um einiges besser sein. Aber das werde ich dann jetzt in den nächsten Tagen herausfinden. Wie gesagt, ich werde ihn jetzt an der PlayStation 5 anschließen, weil ich muss ihn ja erst einmal installieren bzw. registrieren, damit der dann auch wirklich funktioniert. Weil ich denke, ein Software-Update wird dann höchstwahrscheinlich auch noch kommen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, wie gesagt, einen zweiten Controller, den kann man immer gerne mal brauchen, weil wenn nämlich der weiße mal oder der schwarze leer ist, dann kann ich dann gleich wieder weiterzocken und eben auf einen zweiten Controller zugreifen, muss ich extra warten, bis er voll geladen ist. An der Akkulaufzeit, glaube ich, hat sich nichts verändert, die ist gleich geblieben. Vielleicht, wenn mal eine bessere PlayStation-Version kommt, wenn eine neue Version kommt, vielleicht sind dann die Akkus dann ein bisschen stärker. Ja, das Problem ist halt, tauschen kann man sie nicht, aber es gibt halt Bastler, die die wieder aufbereiten, neue Akkus kaufen und dann eben sozusagen tauschen und dann wieder als gebraucht verkaufen. Das heißt, wenn mal wirklich einer kaputt gehen sollte und er nicht mehr laden sollte, ja, dann kann ich ihn heute als Bastel-Controller dann eben verkaufen. Und dann kann ich das Geld dann wieder investieren für einen neuen Controller. Vorausgesetzt, man schmeißt den Controller nicht an die Wand, wenn man mal bei einem Level nicht gerade mehr gut unterwegs ist. Ja, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, welchen Controller ihr zu Hause habt, in welcher Farbe natürlich und wie das Feedback so ist von der neuen Revision des PlayStation 5 Controllers. Gut, dann sind wir durch mit dem Video. Wie gesagt, nichts Spektakuläres, nur der Controller, ein bisschen Lesegedöns und das war's. Gut, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren und bis zum nächsten Video. Ciao!